Ohio, konnichiwa, konbanwa, oyasumina, ake. Hi. Ohio, konnichiwa. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Super Dux. Ja, und man kann erkennen 1000 Münzen. Ja, ich habe bin nochmal in einige Level zurückgegangen und habe noch ein bisschen das Geld wieder reingeholt, weil das war doch ein bisschen unfair letztes Mal. Und habe mich da auch zu Recht etwas aufgeregt. Habe aber auch rausgefunden, warum wir hier keine Verstecke haben, weil es hier keins gibt. Ja, ich bin hier 1000 Mal reingegangen und habe gesagt, warum gibt es da kein Versteck? Da steht 0 von 0. Ich war nicht so schlau und ja, da steht 0 von 0, das heißt, hier gibt es keine Verstecke. Hier gibt es einen, ansonsten, ja, sieht man, war ich überall drinne. Hier, das Versteck habe ich gefunden und ja, das andere mache ich dann vielleicht auch screen für mich. Ansonsten, ja, ich werde versuchen, ein bisschen konzentrierter zu spielen, das heißt, ich werde halt ein bisschen ruhiger sein, es wird halt weniger im Kommentar sein, weil ich mich ja schon schaffen. Wir haben ja so wirklich einiges geschafft, wie wir sehen hier, und jetzt kommen wir, denke ich, zu den schweren Leveln, also jetzt geht es so ein bisschen, ich weiß nicht, was danach noch kommt hier, nach den zwei, wir werden es sehen. Ich glaube, danach geht es in den Untergrund, könnte auch kommen, weil ich weiß noch, es gibt Level, da sind wir im Untergrund, also wahrscheinlich im Berg drinne. Aber nun erstmal geht's über den Wolken oder über den arktischen Himmel. Okay. Es sieht nicht so groß aus. 13 Münzen, nur 28 Gegner. Los geht's. Ja. Diesmal, wie gesagt, Konzentration. Und ja. Genießt einfach die Landschaft, die Musik und einfach, ja, mein Versuch nicht zu fehlen. Checkpoint. Und ich habe ja auch gelernt nach längerer Zeit, am Checkpoint verlieren wir Geld. Das habe ich letztes Mal auch schon festgestellt. Das heißt, wenn wir jetzt so sterben würden, dann würden wir das Geld verlieren. Und das geht relativ schnell. Und dann sind wir schon wieder unten. Und ich werde versuchen, nicht zu sterben und halt über 1000 jetzt zu bleiben. Weil das wäre schon schön. Also, weiter geht's. Schade. Kann man es auch ohne Pause machen. Also habe ich auch festgestellt, den Blumen, wenn man einmal eine Blume hat, dann kann man nur einen abfeuern. Beim zweimal kann man so ein bisschen vier und jetzt kann man... Ne? Man kann so ein bisschen das Timing... Schade. Nein, komm her. Das war mega... Okay, wir haben es geschafft. Mit Konzentration. Da war bestimmt ein Geheimgang. Egal. Höhleneingang. Okay, jetzt kommen wir tatsächlich in eine Höhle rein. Ich sehe schon. Oh, das sieht lang aus. Oh, die Musik. Oh, da ist. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das war jetzt nicht so schlau. Das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Ach, die Musik. Ich muss ruhig sein. Ich muss die Musik genießen. Ah, es geht. Wie ging denn der rückwärts halt? Ach so. So. Oh, ich bin zu Idiot. Sorry. Ich würde das Level nochmal gerne neu starten. Verdammt.
Rosa und Eiswürfel mal wieder die Girls. Okay. Die kann ich zurücklassen, die Münzen. Nee. Und wenn wir jetzt sterben, verlieren wir Geld. Das heißt, ab jetzt darf ich nicht mehr sterben. Also ab dem Checkpoint. Was ist das denn da? Schade. Nicht. Einfach klar. Ist auch neu, der Typ da. Yes! Jawohl, endlich mal ein bisschen. Oh, das ging schnell. Ja. Das haben wir gerade noch so geschafft, wa? Kann jetzt bitte mal das Ziel kommen, dann bin ich schon zufrieden. Das war es. Ja, zwei rosa. Das war so klar. Ich bin kein Jump'n'Runner. Und da ist das Ziel. Oh, verdammt, da ist mir alles egal, die ganzen Sachen. Guck mal, wie lang das Level war. 8,25. Okay, jetzt geht. Oh. 1, 2, 3, 4, 5 Level im Untergrund. Und dann geht's wieder raus. Okay. Ja, da bin ich wieder und man sieht schon 1000. Ich habe hier, ja, war wieder in einem Level. Hab ein bisschen das Geld wieder geholt, weil ich wollte wirklich die 1000 da einfach haben, weil das ist für mich so, nein. Und wir machen jetzt einfach weiter mit Unter den Eis, also. Oh ja. Yeah. Jetzt sind wir im Untergrund. Daran erinnere ich mich noch. Das war ein cooles Level. Du. Fuck. War klar, ne? Hier konnte man auch, habe ich auch vieles mit den Eiswürfeln gemacht. Das könnte man machen, genau. Das war dieser, mit den Eiswürfeln, aber das ist ja auch sehr riskant.
Das kann man auch nur machen, wenn man größer ist, wenn es kleiner ist, dann machst du halt die ich. Ist ja nicht so gut. Und im Untergrund, wir sehen schon, ist ein bisschen. Was ist das denn? Das. Ich habe keine Ahnung. Das war ein anderer Eiswürfel. Oh, Gott sei Dank, wieder, wieder da. So, das ist nämlich viel einfacher so. Da musst du überhaupt nichts machen. Du musst einfach nur so. Ich will nämlich wirklich einfach hier durchkommen. Oh Gott. Das habe ich gar nicht gesehen. Alter. Riskant, Freunde. Riskant. Was ist das denn hier? Okay, das war wieder mal. Ich hasse die Schneebälle, weil die so nervig sind. Das ist Ziel. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind im Untergrund und haben es geschafft. So, bis jetzt habe ich immer drei Level gespielt. Ich würde sagen, einen machen wir noch, den haben wir nämlich. Dann würde ich nämlich beim nächsten Mal die ganzen Höhlenlevel machen. Also jetzt die ersten zwei und die anderen Höhlenlevel machen wir dann beim nächsten Mal. Dann haben wir dann die Höhlenlevel durch und dann, ja, schauen wir mal, was noch so kommt. Also, Leben im Kühlschrank. Okay, man sieht schon 70 Münzen, also. Die Level sind ein bisschen länger, aber gut. Okay, cool sieht's aber wieder aus. Ich glaube, es sind auch wirklich neue Designs, Hintergründe und alles ein bisschen neuer gestaltet. So. Das ist neu. Was ist das hier? Ach, rutschig! Hey! Ach so, ja, toll. Toll, Levo. Schade. Okay, das wird sehr witzig. Oh Gott. Das ist. Junge. Ich glaube, das Level ist gleich vorbei. Na, war klar. Okay, das ist sie. Wir sind noch zweimal gestorben.
Haben natürlich ihr Geld verloren, aber sind noch immer im oberen Bereich. Oder bilde ich mir das nur ein?